Guten Morgen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich mit dem schönen Schlagwort beginnen. Die Zukunft liegt am Wasser. Nämlich so lautete die Zielsetzung, die wir im Jahre 2000 für den Hamburg-Tourismus formuliert haben. Und diese Zielsetzung hat nach wie vor Gültigkeit. Senat, Verbände, Tourismuswirtschaft und unsere Handelskammer haben sich damals hinter diesem Ziel vereint und der Stadt zu einer beeindruckenden Entwicklung im Tourismusbereich verholfen. Der seinerzeit prognostizierte Anstieg von knapp 5 Millionen Übernachtungen im Jahr 1999 auf 9 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr konnte durch das Miteinander der wesentlichen Akteure erreicht werden. Dieses Jahr nähern wir uns sogar der 10-Millionen-Grenze und damit liegt Hamburg mittlerweile in Schlagdistanz zu anderen europäischen Tourismusgrößen wie München, Amsterdam, Wien oder Prag. Und es scheint möglich, diese Erfolgsstory weiterzuschreiben. Hamburgs attraktive touristische Produkte erfahren nämlich sehr hohen Zuspruch. Die Stadt genießt hervorragende Sympathiewerte und mit der Elbphilharmonie wird Hamburg wirklich internationale Aufmerksamkeit erregen. Allerdings darf sich Hamburg keinesfalls auf diesen Lorbeeren ausruhen. Hamburg steht durch die steigende Intensität des Destinationenwettbewerbs sowie die technologisch und demografisch bedingten Veränderungen der touristischen Bedürfnisse doch vor großen Herausforderungen. Auch ist es für das Tor zur Welt inakzeptabel, dass heute der Anteil internationaler Gäste bei lediglich 20% liegt. Und allein schon, weil der Tourismus als Wirtschaftsfaktor viel zu wichtig ist für Hamburg, ist es erforderlich, dass wir ihm die nötige Aufmerksamkeit widmen. Der Beitrag des Tourismus zum Hamburger Volkseinkommen beträgt nach einer aktuellen Studie im Auftrag der Hamburg Tourismus GmbH fast 3,3 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anteil von rund 6% an der Wirtschaftsleistung unserer Stadt. Und lassen Sie mich betonen, die Tourismuswirtschaft drückt sich nicht nur in Zahlen aus, sie leistet auch einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität bei uns hier in Hamburg. Dies kann im Wettbewerb um Standort und Talente und Investoren schon einmal den Ausschlag geben. In der Politik ist diese Bedeutung aber bisher noch nicht ausreichend verankert. Meine Damen und Herren, Hamburg profitiert im Tourismus in erster Linie von seinem maritimen Flair und dem Hafen. Dem Hafen mit Hafen City und Speicherstadt. Unsere Stadt hat aber noch viele andere attraktive touristische Produkte zu bieten. Ich möchte hier nur das Miniaturwunderland, Hagenbecks Tierpark, die Veranstaltungen in der O2 World und natürlich unsere Musicals nennen, die allein jedes Jahr 500 Millionen Euro in die Kassen der Hamburger Wirtschaft spülen, was der Stadt jährliche Steuermehreinnahmen von rund 50 Millionen Euro beschert. Das vielfältige Hotel- und Shoppingangebot, der Kreuzfahrtterminal hier in Hamburg oder die gute Erreichbarkeit innerhalb Europas sind weitere Stärken der Tourismusdestination Hamburg. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Hamburgs erfreuliches Wachstum im Tourismus ist überwiegend national verursacht. Unser Flughafen gehört leider nicht zu den interkontinentalen Drehkreuzen. Dies schlägt sich in einer vergleichsweise geringen Internationalisierung unserer Tourismusbranche nieder, was es für internationale Gäste wiederum wenig verlockend macht, Hamburg zu besuchen. Also ein Kreislauf, den es künftig zu durchbrechen gilt. Als weitere Schwächen der Tourismusdestination haben wir die mangelnde Verknüpfung touristischer Angebote und die unzureichende Vernetzung mit dem Umland oder auch die ausbaufähige internationale Bedeutung unseres Messestandorts identifiziert. Unter dem Strich sehe ich aber viele Gründe, optimistisch zu sein, was die Zukunft der Tourismusdestination Hamburg angeht. Mit unserem Projekt Hamburg 2030 haben wir Anfang dieses Jahres ein Zukunftsbild von unserer Stadt für die Zeit 2030 vorgelegt. Wesentliche Teile hiervon
haben in Bezug auf Internationalität und Standortattraktivität, Kultur und Sport oder Infrastruktur und Wirtschaftskraft auch große touristische Strahlkraft. In dieser Linie formulieren wir für die gerade begonnene zweite Dekade dieses Jahrzehnts folgende Zielsetzung für den Hamburg-Tourismus. Im Jahr 2020 ist Hamburg nach Übernachtungszahlen die zweitstärkste Tourismusdestination in Deutschland und belegt einen stabilen Platz in den Top 10 der europäischen Metropolen. Dies wollen wir vor allem durch ein überproportionales Wachstum im internationalen Tourismus schaffen. Nötig ist hier neben einer Internationalisierung des touristischen Zielgruppenmarketings vor allem eine deutlich stärkere Internationalisierung der Tourismusbranche selbst. Meine Damen und Herren, mit dem heute vorzustellenden Standpunkt »Die Welt zu Gast in Hamburg – Eine 10-Jahres-Strategie für den Hamburg-Tourismus« möchte unsere Handelskammer dazu beitragen, die außergewöhnlich positive Entwicklung im Hamburg-Tourismus auch in der zweiten Dekade dieses Jahrhunderts fortzuführen. Ich bin davon überzeugt, wenn es uns erneut gelingt, die touristischen Akteure der Stadt hinter unserer ehrgeizigen Zielsetzung zu vereinen, so können wir unter optimalen Rahmenbedingungen bis zum Ende dieser Dekade wiederum eine Verdoppelung der Übernachtungszahlen erreichen. Grundvoraussetzung für den anhaltenden Erfolg im Hamburg-Tourismus ist letztlich gemeinsames Handeln und mutiges Investieren. In diesem Sinne haben wir Ihnen eine Agenda 2020 vorgelegt und für den Hamburg-Tourismus entwickelt. Gemeinsam mit Vertretern der gesamten Hamburger Tourismusbranche haben wir deshalb in einem Workshop 10 Handlungsfelder mit konkreten Maßnahmen herausgearbeitet, die geeignet sind, Hamburgs Marktanteile zu sichern, Stärken zu entwickeln und Schwächen zu überwinden. Darüber hinaus wurden 6 Schlüsselprojekte definiert, die besondere Kraft haben, neue Märkte und mehr europäische Gäste und Besucher aus Übersee für unsere Stadt zu gewinnen.